Hallo Guys, ich überlege mir gerade, habe gerade ein bisschen Geld übrig und überlege mir gerade, ob ich nicht bei Amazon nochmal so mal ein bisschen kräftiger nachkaufen soll. Nach dieser Seitwärtsbewegung leicht tendenziell aufwärts und wer natürlich hier diese Corona-Verdopplung hier irgendwie verpasst hat, so wie ich das auch größtenteils verpasst habe, weil ich da auch nicht so viel Geld hatte übrig wie aktuell, ja, der könnte sich versuchen, hier nochmal also mal einzusteigen. Ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ich habe meine Entscheidung noch nicht ganz gefällt. Aber es ist natürlich schon Wahnsinn, was Amazon hier quasi bringt. Der eine oder andere mag vielleicht denken, naja, jetzt wenn die Corona-Geschichten wieder, wenn sich wieder alles öffnet und die Leute wieder zurück in die High-Street-Shops gehen, also wieder physisch shoppen gehen, dann könnte das negative Auswirkungen haben auf den Amazon-Share-Price, also Aktienpreis. Aber ich kann euch sagen, Leute, wenn diese Sideways Range, die wir hier sehen, ist meiner Meinung, meine persönliche Meinung, hier im Aktienkurs ist diese Phase bereits mit eingepreist. Das heißt, den Kurs, den wir jetzt sehen, den Preis der Amazon-Aktie beinhaltet bereits die Tatsache, dass natürlich irgendwann mal wieder die Corona-Maßnahmen alle gelockert sind und die Leute wieder shoppen können, wie sie wollen. Die Sache ist halt, wer wird, also der Mensch ist ja das absolute Gewohnheitstier. Die Frage ist natürlich, wer wird sich quasi wieder komplett umgewöhnen? Ich mit Sicherheit nicht. Also viele der Sachen, wo ich früher in meinen Laden reingelatscht bin und ewig viel Zeit dran gebraucht habe, dann mache ich jetzt mit zwei Klicks und bestelle es einfach und habe einfach viel, viel, viel mehr Zeit und ist einfach total effektiv. Ja. Und jeder, der irgendwie ein bisschen seine Zeit mal zu schätzen weiß, wird auch nicht mehr komplett zurückgehen von Amazon. Ich werde vielleicht einen anderen Tag, mal einmal die Woche, zwei oder einmal im Monat irgendwie dann so eine Art physischen Shopping-Tag einlegen, wo ich einfach mal wieder rausgehe zum Shoppen oder sowas, aber den Rest der Zeit werde ich nur noch alles über Amazon an. Und zudem kommt natürlich auch noch, dass Amazon hier Geschäfte mittlerweile entwickelt und auch schon testweise eröffnet hat und auch für andere Unternehmen bereit ist zu lizenzieren. Das heißt hier ein Franchise-System eines Ladens, wo du quasi nur noch rein und raus gehst und Amazon weiß, die Technologie weiß, was du gekauft hast, wird automatisch von deinem Konto abgebucht. Das heißt, du musst hier nicht mal mehr irgendwie eine Kreditkarte mitnehmen oder sonst irgendwas und bar bezahlen sowieso nicht und auch gar nichts mehr eigentlich bezahlen. Es wird automatisch bezahlt. Du gehst einfach nur rein und raus und es ist einfach eine Technologie über Sensorik und ja, über sogenannte Beacons, ja, also wirklich das absolute Omnichannel-Shopping-Erlebnis, wo du quasi physisch zwar noch shoppen gehst, aber letztendlich die Technologie von Amazon benutzt. Und das wird natürlich den Sharepreis, weil das so ein bisschen auch ein Alleinstellungsmerkmal dann sein wird. Und so wie McDonald's, ja, die das letztendlich dann lizenzieren in die ganze weite Welt hinaus, ja. Und da ist ein riesiges Potenzial. Ich meine, wir sprechen hier von Ländern, die, also was weiß ich, sowieso Schwierigkeiten haben mit ihrem Bargeld oder irgendwas, ja. Und also die dann jetzt natürlich alles nur noch über alles über Amazon bezahlen, also nur noch rein und raus gehen und nichts mehr mitnehmen müssen. Also in Ländern, wo es auch nicht ganz so sicher ist, so mal viel Bargeld mit sich rumzuschleppen oder überhaupt einen Geldbeutel mit sich rumzuschleppen. Ne? Wir in Deutschland, wir kennen das ja nicht anders. Also hier ist alles super sicher, aber es gibt Länder da, wo du halt natürlich schon ab und zu mal auch ausgeraubt wirst oder einfach wo es Pickpockets gibt, ja, Diebstahl und so. Ist alles nicht mehr wichtig, wenn du halt gar keinen Geldbeutel mehr brauchst. Ja? Also es gibt so viele Sachen, die versprechen, dass es auf jeden Fall weitergeht mit der Show Amazon-Aktie. Deswegen überlege ich mir das jetzt gerade sehr, sehr schwer. Und selbst wenn wir hier seitwärts tendenziell aufwärts bleiben, ist ja hier selbst in dieser Seitwärts-Range haben wir immer ungefähr so eine Range von 15 bis 20% rauf und runter. Und selbst das ist ja angenehm. Ja, wenn du so mal irgendwann so einen mittleren und unteren Punkt kaufst,
Dann bist du selbst in der Seitwärtsrange im Durchschnitt. Wir sind hier gerade bei dem Durchschnittswert. Hier siehst du die gestrichelte Linie. Ja? Im Durchschnitt bist du dann immer so, selbst wenn es schlecht läuft, 5 bis 10% im Plus. Und wenn dann die nächste Welle auch bergauf geht, bist du mit dabei. Also, das gewesen sind für die Amazon-Aktie. Ich freue mich, wenn du einen Daumen hoch gibst und meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein und tschüss.